Freiheit von R. E. Prutz. Die Freiheit lässt sich nicht gewinnen, sie wird von außen nicht erstrebt. Wenn nicht zuerst selbst tief innen im eigenen Busen dich belebt. Willst du den Kampf, den großen Wagen, so setz zuerst dich selber ein. Wer fremde Fesseln will zerschlagen, darf nicht sein eigener Sklave sein. Nur reinen Herzen, reinen Händen gebührt der Dienst im Heiligtum. Der Freiheit Werk rein zu vollenden, dies deutsches Volk, dies sei dein Ruhm. Die Lüge winkt, die Schmeichler locken, mit seiner Kette spielt der Knecht. Du aber wandle unerschrocken und deine Waffe sei dein Recht. Einen schönen guten Abend. Ja, nun hatten wir schon den ersten Interneteinbruch. Da war es noch gar nicht richtig losgegangen. Jetzt läuft es aber wieder. Ich habe hier zwar noch eine Fehlermeldung von D-Live. Das würde wohl nicht laufen. Weiß ich nicht, was da schon wieder los ist. Aber ich glaube, die ahnen, dass wir einiges dabei haben, was wieder nicht jeder so gut findet. Ja, also es sind Meldungen dabei. Doch, die live läuft. Alles sollte in Ordnung sein. Ja, jede Menge interessanter Geschichten. Ja, soll noch mal jemand sagen, es passiert nichts. Also ganz im Gegenteil. Es passiert einiges und es sieht so ein bisschen nach Sortieren aus, Stefan. Ja, dieses Passieren zum einen passiert wie immer nicht in den Massenmedien. Ja, es passiert eben in den alternativen Medien. Rund um den Globus wird es berichtet. Die Massenmedien machen gerade das, was sie am besten können. Ja, sie schleimen, was das Zeug hält. Ja, sie reden der Regierung nach dem Mund. Sie haben mal wieder sehr wahrscheinlich ihr Rückgrat, bevor sie zur Arbeit sind, zu Hause gelassen. Wobei ich mich frage, ob die zu Hause überhaupt ein Rückgrat haben. Sie machen eben das, was sie am besten können. Das ist einfach nicht die Wahrheit zu erzählen. Und ich hatte zum Thema Wahrheit heute auch noch wirklich eine interessante Diskussion. Und zum Glück gibt es doch, dass die Wahrheit das Wesentlichste ist, was uns Menschen ausmacht. Und das hat ja auch die Bibel schon verwusst zu schreiben. Die Wahrheit wird euch frei machen. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Aber Fakt ist natürlich, wenn man es mit der Wahrheit hält, dann kann einen so schnell auch nichts umhauen. Und Carsten, ich warte jetzt auf das große Umhauen, denn sie preschen jetzt alle nochmal vor, um ihre Geschichten, ihre Narrative zu schützen. Ich frage mich, wie lange das jetzt noch gelingt, angesichts dessen, dass ein Plan nach dem anderen komplett in die Hose geht. Ja, wir waren wieder gerade weg. Ich hoffe mal, es läuft noch. Stefan, das Thema ist im Augenblick, dass ich dir nicht wirklich zugehört habe, weil ich hier verfolgt habe, wie gerade die Verbindung wieder abgeschmiert ist. Das macht nichts. Dann fangen wir jetzt einfach mit unseren Themen an. Ich habe das Wichtigste gesagt. Ja, danke. Das hat mich jetzt gerade ein klein wenig konfus gemacht. Jetzt läuft es wieder. Ich kann es euch nicht sagen, warum. Entweder es läuft spitze oder es läuft mal kurz gar nicht. Muss irgendwie an der Leitung des Hausherrn liegen, aber da kann ich im Augenblick die Woche nichts dran ändern, leider. Gut, wir starten
Und ja, der Gag ist jetzt ein bisschen weg, weil nach dem Theater, was wir jetzt schon hier innerhalb der ersten 5 Minuten haben, ja, es war jedenfalls absolut herrlich, diesen Beitrag von Musk zu sehen, ja, der sich natürlich mit einem Meme revanchiert und freut, dass die Konkurrenz zu ihm aufs Portal geht, um deren Followern zu erklären, dass ihr Portal gerade nicht läuft. Ja, und eine größere Herausstellungsmöglichkeit gibt es, glaube ich, gar nicht, als einziger der großen Portale online zu sein, währenddessen die anderen Probleme haben. Die Spekulationen gingen darüber natürlich gleich wieder in viele Richtungen. Ja, die einen sehen darin, dass es möglicherweise ein Test ist, wenn man dann spätestens im November mal alles abschaltet, um vielleicht gewisse Meldungen, Ergebnisse, Nachrichten etwas zurückzuhalten. Ich bin gespannt, ob wir das nochmal erleben oder ob das ein Hack war. Ja, also man werkelt an der globalen Infrastruktur, Carsten. Auch du warst gerade kurz abgehakt, aber nichtsdestotrotz finde ich, ist dieses Meme von Elon Musk doch sehr gut. Wir müssen eins bedenken, heute ist Dienstag, ja, das wird mancher schon festgestellt haben, seitdem er dann heute früh pünktlich in die Arbeit gefahren ist, um das Bruttosozialprodukt zu steigern. Es ist super Wahltag in den USA. Was bedeutet das? Es sind die Vorwahlen heute an diesem Dienstag in 16 US-Bundesstaaten. Ja, also bei Demokraten und Republikanern wird gleichzeitig gewählt. Es sind parteiinterne Wahlen. Hauptsächlich geht es um Delegiertenstimmen und so weiter und so fort. Es werden aber eben auch die entsprechenden Präsidentschaftskandidaten gewählt, ja, und Nikki Haley gibt ja nicht auf, ja, sie will ja weitermachen bis zum bitteren Ende. Das finde ich schön, weil wir brauchen ja immer einen Pausenclown, ja, also, und Nikki Haley hat sich freiwillig in diese Rolle gegeben, hat gesagt: Du Donald, ich mache das gern für dich, ich bin mir für nicht zu schade, ja, so. Und ich denke, das werden wir dann jetzt sehen. Vermutlich wird sie eine ganz schöne Klatsche bekommen, aber das wird sie nicht davon abhalten, wie gesagt, bis zum bitteren Ende weiterzumachen. Ja, habe ich ja gestern schon angedeutet. Ich bin gespannt, was man noch so als Hauptvorwand bringt, ob sie vielleicht Wahlmanipulation vermutet und deswegen nicht aufgeben will, weil ihre Ergebnisse vielleicht viel besser eigentlich aussehen. Ja, also irgendwas ganz Kurioses wird da mit Sicherheit noch kommen. Gut, wir kommen aber erstmal zum Inland und da gab es ja heute auch wieder kuriose Meldungen. Kurios insofern. Ja, dass man auch hier wieder vorgeführt bekommen hat, wie unterschiedlich doch manchmal über ein und dasselbe berichtet wird. Die Meldung an sich war Stromausfälle in Brandenburg, linksextreme Gruppe Vulkangruppe bekennt sich zu Tesla-Anschlag. Das sagt Elon Musk. Also Stefan, erstmal schon immer, ja, die Vulkanier waren mir schon immer unsympathisch, ja, die haben immer Schabernack, miese Spiele im Hintergrund betrieben, ja, denen konnte man nie vertrauen. Hätten sie mal die Föderation gefragt, die hätten ihnen das gleich gesagt. Aber gut, wir bleiben mal hier auf der Erde. Die Tesla Gigafactory in Grünheide hat wegen eines mutmaßlichen Brandanschlages seit Dienstagmorgen keinen Strom mehr. Die Produktion steht still. Linksextremisten haben sich zu dem Anschlag bekannt. Ja, Faeser verurteilt mutmaßlichen Anschlag auf Tesla Stromversorgung. Bundesinnenministerin Flip-Flop Faeser hat den mutmaßlichen Brandanschlag auf eine Stromleitung in der Nähe des Tesla Autowerks in Brandenburg scharf verurteilt und umfassende Aufklärung gefordert. Ein solcher Anschlag auf unsere Strominfrastruktur ist eine schwere Straftat, die durch nichts zu rechtfertigen ist, erklärte Faeser am Dienstag in Berlin.
In den Ermittlungen müsse geprüft werden, ob es politische Motive gebe. Wenn sich ein linksextremistisches Motiv bestätigt, dann ist das ein weiterer Beleg, dass in der linksextremistischen Szene vor Angriffen auf kritische Energieinfrastrukturen nicht zurückgeschreckt wird, erklärte die Bundesinnenministerin. Ja, aber wo ist denn jetzt bitte der Aufschrei, dass das ein Angriff gegen ihre Demokratie ist, ja, und dass das links dann rechts ist und überhaupt, das fehlt mir hier so ein bisschen, ja. Carsten, soll ich es dir erklären? Bitte. Ja, es ist ganz einfach. Die Frau Innenministerin hat einen neuen Redenschreiber, ja. Und dieser Redenschreiber, der ist noch nicht so richtig gebrieft, ja. Der ist erst seit 2 Tagen an Bord. Und deshalb hat der mal ja so die Wahrheit halbwegs geschrieben. Deftige Worte. Ich glaube, sie hat da nicht geschaut, was sie unterschrieben hat. Ja, hier das Ganze nochmal von der Bild. Auch. Und ja, also ausführlich, es gab wohl auf einen Strommast in der Nähe einen Brandanschlag und deswegen ist dort das Netz ausgefallen. Ja, ich weiß nicht, Stefan, links und linksextremistisch und solche Arten von Anschlägen, die Gefahr ging doch aber immer von rechts aus. Ja, gelegentlich darf die auch von links ausgehen, damit die Normalos nicht den Eindruck haben, hier wird eine politische Kampagne gefahren, ja, mit einem klaren Ziel, was sich gegen alles richtet, was nicht links ist. Und der interessante Punkt ist ja, meine letzte Information ist, dass jetzt Tesla bis zum Wochenende nicht produzieren wird können. Das heißt, die haben die Mitarbeiter alle nach Hause geschickt. Das findet in den Massenmedien nicht wirklich Erwähnung. Es wird aber noch von einem Bombenalarm berichtet, der im Zuge der entsprechenden Lösch- und Bergungsarbeiten an diesem Transformator dann gefunden worden ist. Also wir sehen hier, dass ordentliche Geschütze aufgefahren werden, im wahrsten Sinne des Wortes, von denjenigen, die sich den Kampf gegen den Kapitalismus verschrieben haben. Übrigens für die Jüngeren unter uns, es gab schon mal so eine Zeit, da gab es so ein paar Knallköpfe, die haben gemeint, den Kapitalismus mit Gewalt bekämpfen zu müssen. Das Ergebnis war 34 Tote, ja, bis in die 1990er Jahre. Ich weiß jetzt nicht, ob man hier so eine neue Auflage der RAF, die ist ja gerade hoch im Kurs, wieder meint, andenken zu müssen. Denn wir wissen ja immer, wenn es nicht mehr weitergeht auf der politischen Ebene, braucht es massiv Ablenkung. Ja, und was ist da besser geeignet als eine Ablenkung im Inneren? Ja, es ist ja auch kein Zufall, dass die Polizei aus Niedersachsen, weil die Berliner Kollegen offensichtlich komplett mit Knöchelschreiben überarbeitet sind, jetzt eine Wohnung nach der anderen in Berlin eintreten. Ja, und Wohnmobile. Ganz wichtig. Ja, ja. Denn es geht gleich weiter. Also ich habe fast Bedenken, dass das rechte Problematiken jetzt aus den Medien verdrängt werden durch die vielen Linken. Das wäre grauenhaft. Ja, sie verraten Polizeimaßnahmen. Linksradikale sabotieren RAF-Fahndung. Der Druck auf die flüchtigen RAF-Terroristen Burkhard Garweg 55 und Ernst Volker Staub 69 steigt. Razziendurchsuchungen, ein Einsatz auf der Autobahn. Täglich gibt es neue Einsätze der Polizei. Aber hier der Herr Staub mit 69, also die werden den doch mit seinem Rollator mal irgendwo erwischen an der Ecke. Doch jetzt wollen Linksextreme die Fahndung nach den hochgefährlichen Terroristen sabotieren. Dass bei der gefassten Daniela Klette ein ganzes Waffenarsenal entdeckt wurde, ist ihnen anscheinend egal. Ja, es sind einfach mal Freunde im Geist und da hält man zusammen. Ja, diese Phase hat mir in der Tat, wie gesagt, seit den 60er Jahren auch.
Das gipfelt halt einfach damit, dass das linksradikale Umfeld für die Logistik der RAF sich einspannen ließ, ja, willentlich, unwissentlich, aber wie gesagt, Unwissenheit schützt ja vor Strafe bekanntlich nicht. Nun ist allerdings nicht bekannt, dass aus diesem Umfeld irgendwelche Unterstützer großartig verurteilt worden sind. Also auch diesmal dürfte das nicht der Fall sein. Ich finde das besonders interessant, dass man der Redaktion von Indie Media noch keinen Besuch irgendwie verpasst hat. Ja, denn also nominell braucht es da ein Impressum, da gibt es einen redaktionell Verantwortlichen. Und wenn man hier ja Informationen teilt, die Kriminelle oder Terroristen weiterhelfen, ihre Flucht zu organisieren, dann ist ja die Frage, wie weit es ein Straftatbestand ist. Also wenn man hier Fotos von zivilen Polizeitransportern, nur mal ein Schilder von Spezialeinsatzkommandos und so weiter und so fort auf dieser Plattform teilt, ja, dann kann ich mir kaum vorstellen, dass das noch ein Kavaliersdelikt ist. Aber das ist die andere Seite, Stefan. Ja, ja. Das ist die Seite, da muss man einfach ein bisschen ein Auge zudrücken. Ja? Ja, vor allen Dingen das Linke. Ja. Denn Stefan, irgendjemand wird uns dann schon erklären, das war nicht gut, aber vom Grunde her wollten sie nur Gutes. Ja, es war leider nur schlecht gemacht und es ist den Umständen zu verdanken und es ist vor allem der Polizei zu verdanken, die massiv Druck aufgebaut hat. Ja, und deshalb ist es dann zu diesen entsprechenden Entwicklungen gekommen. Das wird dann das Abschlussstatement sein, wenn es möglicherweise eskaliert, wer weiß. Wie das Na, die eskaliert. Polizei wird schuld sein, ja, letztendlich. Ja, natürlich, es braucht immer entschuldigen. Ja, es ist, und hierzulande ist das ja so, das kennen wir aus anderen Delikten, ja, schuld sind immer die Opfer. Ja, warum sind die da im Weg rumgestanden? Warum sind die durch eine Parkanlage gegangen, ja, wo man auch weiß, dass da dauernd Vergewaltiger auflauern, ja? Rechte. Sind immer die Opfer schuld. Ja, und jeder kennt ja nun wirklich den Spruch, ja, pass auf, dass du nicht zur falschen Zeit am falschen Ort bist. Ja, ja, muss man sich einfach mal dran halten und mit einer Armlänge Abstand ist das auch alles kein Problem. Ja, gut. Nios hat wieder etwas ausgebuddelt. Medien manipulieren Statistik über Angriffe auf Politiker. Beleidigungen gegen Grüne wurden als Gewalt gezählt. Ja, guck sie euch doch an. Die zwei Lämmchen, ja, für die ist eine Beleidigung Gewalt, so zart beseitet, wie die beiden sind, ja, also die eine hat mehr Seiten als die andere, aber da wollen wir ja auch nicht rassistisch sein, ja, das ist für mich im Endeffekt ähnlich der kuriosen Geschichte, dass ein stark pigmentierter Migrant, ja, der an eine Flüchtlingsunterkunft ein gehacktes Kreuz sprayt, dass dieser Vorfall im Nachhinein als rechtsradikale Straftat in die Statistik eingeht. Aber ja, wir lernen nicht aus. Ja, ich komme jetzt wieder mit meinem Statistikerspruch diesmal nicht. Den kennt ja, glaube ich, schon jeder. Ja, aber das ist die einzige Aussage, die man zu diesem Beitrag letztendlich machen kann. Entscheidend ist, dass das Narrativ aufrechterhalten bleibt. Das ist wichtig. Und dass da so jemand wie der Georg Ressle dabei ist, ja, der von den Zwangsgebühren bezahlt wird, ja, das wundert einen ja gar nicht. Denn der ist ja ein Journalist mit Haltung, ja. Und die Haltung ist ganz klar, man ist für links und man ist gegen rechts. Und die Grünen sind die Guten. So, gut ist, dass wir auch jetzt eine Verbindung wieder haben. Katastrophe. So, das gehörte noch zur Statistik mit dazu, aber wir können über den Rest drüber gehen, oder? Ja, das ist zur Vollständigkeit, wer sich mit den Zahlen auseinandersetzen möchte, bitteschön.
Wir haben von News noch einen weiteren Beitrag, das ist interessant, die sind sehr aktiv im Moment. Und das ist aber ein anderes Thema. Ja, kommen wir aber trotzdem gleich dazu. Es geht um Wirtschaft und ja, das mit dem grünen Wasserstoff, das wollte man ja jetzt regelrecht anbiedern als Alternative noch für die Zukunft. Aber jetzt kommen so die ersten Worte dazu. Führendes Stahlunternehmen, grüner Wasserstoff ist zu teuer. Der Stahlriese ArcelorMittal hat eingeräumt, dass es seine europäischen Werke nicht mit grünem Wasserstoff betreiben kann. Als Grund nennt das Unternehmen, der am Ende produzierte grüne Stahl sei international nicht wettbewerbsfähig. Ja, das ist das Problem. Was nützt es, wenn man die Ansprüche immer weiter höher schraubt, aber letztendlich für niemanden das Ganze dann mehr zu bezahlen ist? Ja, das ist einfach der Hinweis darauf, dass diese ganze schöne neue Wasserstoffwelt genauso wenig funktionieren wird, wie diese schöne neue Elektrowelt. Was allerdings hier skandalös ist, dass man hier zunächst milliardenschwere EU-Subventionen offensichtlich eingestrichen hat und dann zu der Aussage kommt, ja, das lohnt sich aber für uns nicht. Ja, wir haben gern die Steuermilliarden genommen von euch, um die entsprechenden Anlagen zu bauen. So verstehe ich zumindest diesen Artikel. Und jetzt sagt man, naja, wir warten noch mal ein bisschen damit zu. Sprich, man arbeitet mit dem Geld. Ich dachte, Carsten, also ich kenne das so, als ich mal so einen Hausumbau gemacht habe, da kriegst du dann erst die Subvention, nachdem du alles hast machen lassen, ja, nachdem du Ja. auch in Vorleistung gegangen bist und die komplette Handwerkerrechnung gezahlt hast. Und dann kannst du dich freuen, wenn du als Brosamen ein paar Krümelchen überwiesen bekommst. Das ist aber, Stefan, das ist aber einfach mal die Thematik. Auch da wird kein Wert mehr drauf gelegt, ja. Es ist ja alternativlos. Alles, was jetzt angeboten wird, ist alternativlos, weil sie sind ja diejenigen, die die einzigen Alternativen, ne, noch finden können und im Petto haben. Und deswegen gibt es nichts anderes. Und ja, entweder man spielt mit oder nicht. Ich denke jedenfalls, so schnell wird es nicht passieren, dass die gesamte Wirtschaft, also die Großindustrie, auf die Barrikaden geht. Und sagt jetzt mal Schluss mit dem grünen Theater. Ja, das traut sich niemand, weil sie alle Angst haben, einen auf den Deckel zu kriegen. Ich meine, wir kennen ja schon die Methoden, dann kriegt man eine Prüfung vom Finanzamt, ja. Und wenn das noch nicht reicht, dann schickt man noch das Sozialamt los, ja. Und wenn das noch nicht reicht, dann schickt man noch die Rentenversicherung los. Und wenn das noch nicht reicht, dann die Berufsgenossenschaft. Und die drehen alles mal auf links, ja. Und dann wird man schon irgendwas finden. Das sagen ja unter der Hand auch einem die Steuerberater. Ja, es ist immer besser, ja, wenn bei so einer Revision durch gewisse Organisationen auch was gefunden wird. Ja, weil sonst sind die total hartnäckig und graben noch tiefer, bis sie eben was finden. Ja, so weit sind wir mittlerweile schon. Ein Artikel als nächstes, wo man wieder sehr erstaunt ist, ja. Kollektive Erschöpfung. Studie offenbart, was Deutsche wirklich über Migranten denken. Die Vorbehalte in der Bevölkerung nehmen einer Studie zufolge zu. Eine Mehrheit lehnt die Aufnahme weiterer Flüchtlinge ab, sieht die Belastungsgrenze in Deutschland erreicht und macht sich Sorgen. Ja. Das sind aber alles Ignoranten, ja? Ignoranten, die einfach nicht akzeptieren, wir brauchen noch viel, viel mehr Fachkräfte für die immer wenigeren Jobs, die zur Verfügung stehen, ja? Dass diese Geschichte keine Logik hat oder logisch nicht mit Logik nichts zu tun hat, das ist erstmal was anderes. Denn wenn die Koniferen sagen, das ist gut so, dann ist es so. Punkt. Ja, und Carsten, deshalb ist es ja auch ganz wichtig, ja, dass diese Studienautorin das Ganze gleich wieder einfängt, also diese
Ablehnung, ja, von weiterer Aufnahme von Flüchtlingen, das geht ja gar nicht. Denn sie sagt dann, die Frau Wieland, so heißt sie, Ulrike Wieland, sagte der dpa zu ihrer Studie, dies dürfe man aber nicht als Ablehnung der zugewanderten Menschen werten. Nein. Das ist klar, ja. Also es muss das Narrativ unbedingt dem Normalo oder dem Schäfchen wieder mitgegeben werden. Diese Aussage bezieht sich ja nur darauf, so Frau Wieland, dass ja die Aufnahmekapazitäten erschöpft seien und deshalb könne man oder deshalb sind eben die Mehrheit der Befragten der Meinung, es macht keinen Sinn, weitere Flüchtlinge bei uns aufzunehmen, ja, damit wir das alle richtig verstehen, wie das hier gemeint ist, ja. Kein Zentimeter zurück vom Narrativ, keinen, ja. Es erinnert mich irgendwie an die letzten Tage der DDR. Ich kann mir nicht helfen. Ja, an die letzten Tage von einigen anderen Sachen auch. Das ist ja das, was wir dann erleben, dass es konfuser wird noch und nöcher. Ja, wir kommen noch mal zu der Geschichte Taurus. Und da ist interessant, was heute zu lesen war. Also der alte, weise Mann, ja, der Herr Kubicki, der hat jetzt klar und deutlich gesagt, er ist auch dafür. Ja, also gibt es nochmal eine Abstimmung und die CDU, CSU bringt das ein als Frage, ob wir nun liefern oder nicht, dann wird er auch dafür sein. Ja, also ich bin gespannt, ist das jetzt alle gegen Olaf? Oder zeigt sich der Kubicki dann doch als nicht so weise, wie man gehofft oder vermutet hatte? Wer definitiv mit Weise nichts zu tun hat, ja, ist unsere allseits geliebte Annalena. Und die hat jetzt auch ein Statement abgegeben. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock steht einer möglichen Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper offen gegenüber. Deutschland müsse alle Mittel genau prüfen, die der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg zur Verfügung gestellt werden könne, sagte Baerbock bei einem Besuch in Montenegro. Na klar, machen wir, ja? Los, jetzt. Grün steht für Krieg. Das dürfte mittlerweile jedem klar sein. Ja, mit Menschen und Tieren haben sie es nicht mehr so. Ja, man hat sich da jetzt Richtung anderer Geschäftsfelder orientiert. Und wenn es irgendwo ein bisschen was zu knallen gibt, na klar sind sie da dabei. Ja, das ist ja alles im Interesse der globalen Agenda, den Planeten zu schützen, das muss man verstehen. Ja? Deshalb braucht es ja weniger Menschen auf dem Planeten. Deshalb ist es ja kein Wunder, dass die EU ein neues Gesetz verabschiedet hat, von dem keiner was mitbekommen hat, zur Renaturierung von Flächen. Ja? Es sollen also Sümpfe, die einst trockengelegt worden sind, um daraus Agrarflächen zu machen, wieder geflutet werden. Ja? Das sieht dieses EU-Gesetz vor, was demnächst in nationale Richtlinien umgesetzt werden. Ja, und dann sind natürlich einfach Menschen, die stören da einfach dabei. Ja, die müssen dann weg. Und nachdem die Taurus so toll knall, paff, pum machen, ist natürlich die Annalena dafür. Das hat sie ja beim Klausi gelernt. Ja, beim Klausi hat sie gelernt, es gibt verschiedene Dinge, die sind gut, damit die Agenda funktioniert. Ja, und da gehört zum Beispiel der Krieg dazu. Ja, deshalb ist ja auch die neue Parole der Grünen, ja, Frieden schaffen durch Kriege. Durch viele Waffen, ja. Oder durch viele Waffen, ja. Der Boris, ja, der versucht jetzt das Ganze mal, was da als Malheur bei der bunten Wehr passiert ist, etwas einzuordnen, ja, oder einen Ausweg zu finden. Ich weiß nicht so genau, was er damit wollte, aber kann auch jeder für sich entscheiden. Es klingt alles ein bisschen seltsam. Was überhaupt passieren konnte, dazu gab Verteidigungsminister Pistorius jetzt Einzelheiten bekannt. Demnach hat sich ein Gesprächsteilnehmer in Singapur nicht an Vorgaben für die sichere Online-Einwahl gehalten. In der Sache werde aber weiter ermittelt, so der Minister. Ich habe heute Morgen unterschrieben disziplinarische Vorermittlungen, also Vorermittlungen gegen die Beteiligten dieser Schaltkonferenz. Das ist ein normaler Vorgang, um sowohl belastende als auch entlastende Momente
und Aspekte zusammenzutragen. Je nach Ergebnis und nach dem Ergebnis, wenn es vorliegt, wird entschieden, ob ein Disziplinarverfahren durchgeführt wird oder nicht. Persönliche Konsequenzen stehen derzeit nicht auf der Agenda. Auch da sage ich, egal, ich weiß nicht, was noch rauskommt, wenn noch Schlimmeres passiert, wovon ich im Augenblick nicht ausgehe. Aber wenn das nicht der Fall ist, werde ich niemanden meiner besten Offiziere Putin spielen opfern. Ja, Matthias Deiß in Berlin, das sei ein vorläufiges Ergebnis, hören wir. Was weiß man denn jetzt darüber, wie genau es zu dieser Abhöraktion durch Russland kommen konnte? Ja, einer der Offiziere hat sich demnach aus einem Hotel in Singapur in die Konferenz eingewählt und dabei nicht die technischen Vorgaben für eine sichere Einwahl eingehalten. Das ist das Ergebnis der vorläufigen Prüfung durch den militärischen Abschirmdienst, der in den letzten Tagen und Stunden ja unter Hochdruck stattgefunden hat. In Singapur sei in diesem Hotel eine internationale Sicherheitskonferenz stattgefunden und der russische Geheimdienst habe demnach eine Art großen Lauschangriff auf die gesamte Veranstaltung dort unternommen und dabei eben dieses Gespräch abhören können, weil der Mitarbeiter der Bundeswehr eine nicht sichere Datenleitung verwendet habe. Ob das Hotel-WLAN war oder das Mobilfunknetz, sei noch nicht abschließend geklärt, so Pistorius. Aber er spricht schon jetzt von einem schweren Fehler, der so nicht hätte passieren dürfen. Ohne personelle Konsequenzen, sagt er. Ist denn die Diskussion um die Abhöraffäre von Seiten der Regierung denn beendet? Nein, das ist sie noch nicht, denn die endgültige juristische Bewertung, die steht noch aus, wird jetzt in diesen disziplinarischen Vorermittlungen noch weiter geprüft. Da geht es nicht nur um technische Fehler, sondern auch um Inhalte des Gesprächs, ob eben möglicherweise auch geheime Inhalte debattiert wurden, die nicht der Sicherheitseinstufung dieses Webmeetings entsprochen haben. Matthias Deiß, Dankeschön nach Berlin. Ja, Stefan, die wichtigste Erkenntnis aus dem Ganzen ist, wir reden jede Menge oder Sie reden jede Menge darüber, wie konnte das passieren, was sind die Ursachen, wer ist schuld, wer kann nichts dafür, aber irgendwie so zu der Hauptthematik Inhalt nochmal des Ganzen und was jetzt aufgrund des Inhaltes unterstellt wird, berechtigterweise, da redet man wunderschön drumherum. Ja, ich drücke mich da recht vorsichtig aus. Im ersten Teil, ich meine, eins ist ja klar, man will ja auf jeden Fall den Eindruck vermeiden, als hätte man gegen geltende Gesetze der eigenen Verwaltung verstoßen, ja, oder gegen vertragliche Vorgaben, ja, unter anderem 2+4-Vertrag. Ich habe das gestern ja sehr klar gesagt und man kann ja auch die entsprechenden Gesetze nachlesen, Artikel 26 Grundgesetz und Artikel 2 des 2+4-Vertrages. Davon, das will man natürlich möglichst vermeiden, dass das Gespräch wird. Und also auch was du über Kubicki und was wir über Baerbock berichtet haben, das ist ja jetzt schon interessant. So, jetzt aus dem Sack, ja, dann können wir sie ja auch spielen. Also die Karte mit der Katze aus dem Sack, ja. Ja, Katze aus dem Sack spielt auch hier das WLAN mit mir. Es geht hoch und runter. Es ist irre. Ich glaube, ich muss mir doch noch irgendwas einfallen lassen. Bis morgen. Carsten, wir brauchen einen Ü-Wagen. Wir könnten beim ZDF mal anfragen, ob sie uns einen leihen. Ja, die brauchen die da eh bald nicht mehr. Naja, das ist ja meine Hoffnung. Aber in der Zwischenzeit müssen unsere Zuschauer halt noch mit Qualitätsschwankungen leider leben. Tut uns sehr leid. Aber ihr könnt ja gerne eine Petition stellen, ja, an den Bundestag, dass man uns so einen Ü-Wagen vom ZDF, kann auch von der ARD sein, da sind wir nicht so wählerisch, zur Verfügung gestellt wird. Ja, und wenn das in Sachen Ablenkung alles noch nicht gereicht hat, was er da in der Kamera losgelassen hat, dann kann man ja auch hiermit ein bisschen ablenken. Pistorius will Richtungsentscheidung zur Wehrpflicht bis 2025.
kommt die Wehrpflicht zurück. Verteidigungsminister Boris will nach Spiegelinformationen ein Wehrdienstmodell für Deutschland, das einen Beitrag zur gesamtgesellschaftlichen Resilienz leistet. Als Vorbild könnte Schweden dienen. Also die haben Probleme. Erstmal 2025, das ist ja erst nächstes Jahr, Stefan. Also meinst du, dass der Putin noch so lange wartet? Ja, also in anderen Medien lesen wir, der kommt bald. Ja, wir sollen schon mal Wodka und Kaviar kaltstellen. Und jetzt lässt sich der Boris Zeit, eine Entscheidung bis 2025. Eine Entscheidung bis 2025 bedeutet doch aber noch lange nicht, dass dann auch was passiert gleich. Ja, also was sollen wir denn nur tun oder müssen wir es wirklich positiv sehen? Ja, er spielt einfach mit. Er sagt sich, ehe jetzt das Ganze vorgezogen wird und irgendwelche Wahnsinnigen auf die Idee kommen, die bunte Truppe irgendwo loszuschicken, ne, zögern wir das lieber noch ein bisschen raus. Du, ich meine, jedes Ministerium plant langfristig. Ja, und somit plant auch das Verteidigungsministerium, wie die Truppe organisiert werden soll, für die Zeit nach dem Endsieg. Ja, das ist klar. Man muss ja dann wissen, was dann zu tun ist. Man will ja nicht mit leeren Händen dastehen und nach dem Motto, oh, jetzt haben wir nichts mehr zu tun, ja, alles irgendwie vorbei. Man macht sich dann schon mal Gedanken für das nächste Jahr. Ich denke, pragmatisch betrachtet macht es auch Sinn, das erst nächstes Jahr zu machen. Denn wenn es so weitergeht wie bisher, bin ich da bei dir. Ich glaube, dass der Wladimir nicht mehr so lange wartet. Ja, also es könnte sein, dass der eher früher als später hier mal vorbeischaut. Ja, derweil. Auch immer, ja, in welcher Art und Weise auch immer. Derweilen ist man ja immer noch auf Fehlersuche, ja. Und die neuesten Gedanken dazu, Pistorius, Taurus-Abhöraktion durch Anwendungsfehler ermöglicht, ja. Anwendungsfehler, das kann ich mich noch erinnern, gab es doch beim Computer dann immer, ja. Ein Anwendungsfehler ist aufgetreten. Aber damit meinten die, glaube ich, was anderes. Im Fall der von Russland mitgeschnittenen Besprechung von Bundeswehroffizieren schließt Verteidigungsminister Pistorius aus, dass die verwendete IT-Technik gehackt wurde. Grund für den Mitschnitt sei vielmehr ein individueller Anwendungsfehler gewesen, sagte der SPD-Minister. So habe sich ein Teilnehmer nicht an das vorgeschriebene sichere Einwahlverfahren gehalten. Stefan, andere Länder, andere Sitten, klar, aber ich kann mir vorstellen, in manch anderen Ländern wäre da jetzt schon Kopf kürzer. Ja, und hier ist es, oh, kann doch mal passieren, Mensch. Ja, aber eigentlich auch alles egal. Wollen wir auf das eingehen, was ich dir privat zugeschickt hatte? Es gibt ja dann noch eine ganz andere Idee. Ja, ja, das ist. Das sei dir überlassen, ehrlich gesagt, ob wir das im ersten Teil tun wollen. Na, vorsichtig. Ich denke mal, kriege ich hin. Ja, also es gibt da die Idee, dass es auch bei unseren Agenturen schon zwei Seiten gibt. Ja, eine, die das alte Spiel weiterhin unterstützt und eine, die schon sagt, wir brauchen eine Wende, wir brauchen etwas anderes und wir machen bei dem Ganzen auf die Spitze treiben nicht mehr mit und damit, um es beim Namen zu nennen, also es geht um den Gedanken, dass dieser dem Positiven zugewendete Teil der Agenturen das Ganze selber geleakt hat, ja, um es auffliegen zu lassen, um da einfach mal den Anker zu werfen, die Handbremse zu ziehen, wie auch immer, um es nicht noch schlimmer eskalieren zu lassen. Finde ich einen spannenden Gedanken. Und wenn es so wäre, dann würde es ja doch recht positiv aussehen, würde ich sagen.
Ja, also das entscheidende Momentum, mal jenseits der Quelle, ist, dass sowas überhaupt öffentlich geworden ist. Also, dass man die Beteuerung des Bundeskanzlers, man wolle sich für eine Deeskalation einsetzen, der dann ja entschieden hat, also Bodentruppen mit ihm ganz bestimmt nicht. Und er eben suggerieren wollte, er hat jetzt seit 2022 dazugelernt, was ich ihm einfach nicht abnehme, dass er was dazugelernt hat, vor allem bei seinem Gedächtnis. Ja, der merkt sich doch Sachen so schlecht. Das wissen wir doch von Cum-Ex. Wie soll er dann was dazugelernt haben? Also es geht schon mal gar nicht. Und wichtig ist, dass das jetzt nur der Auftakt war. Also ich finde, jetzt einmal so eine Veröffentlichung von Gesprächen, die geheim bleiben sollten, finde ich gut. Aber ich sehe das nur als Auftakt. Also ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt auch nochmal nachlegt, denn ich finde, es reicht einfach. Also hier wird ja die Öffentlichkeit für dumm verkauft. Und dieses Dummverkaufen, ja, das muss jetzt irgendwie mal entlarvt werden. Also ich wünsche mir nochmal eine zweite ähnliche Situation. Ja, und eine dritte Meinung. Das auch. Wir kommen aber zu dem Hauptpunkt, ja, und der Hauptpunkt ist, Putin ist der Böse, ja, und mit was für arglistigen Sachen, der so arbeitet, versucht uns hier Redaktionsnetzwerk Deutschland beizubringen. Putin zielt jetzt auf Herzen und Hirne in Deutschland. Mehr denn je wird Putin als Psychokrieger erkennbar, der sein früheres Einsatzgebiet als KGB-Offizier nie aus den Augen verlor. Deutschland. Der russische Präsident will jetzt Berlins politische Mitte spalten und der AfD bei den anstehenden Wahlen helfen. Boah, Matthias, was macht man mit dir bei so viel Blödsinn? Ja, also man versucht hier in die wenigen Zeilen gleich mal alles Mögliche reinzupacken, ja, vorbereitend, dass ein gutes Ergebnis der AfD natürlich nur durch Putin zustande kommen könnte, ja, und Putin, der auf die Herzen und Hirne der Leute abzielt, ja, ein bisschen Wahrheit steckt für mich drin, Stefan, denn die Leute, die noch Herz und Hirn haben, die haben wahrscheinlich auch für das ein oder andere Wort von ihm Verständnis. Ja, da pflichte ich dir bei. Und das, was ich im Vorgespräch über die Rolle der Medien, der Journalisten gesagt habe, brauche ich hier nicht zu wiederholen. Das ist hier par excellence nachzulesen. Allerdings scheint er irgendwie seine eigenen Worte nicht zu bedenken, der Herr Koch, wenn er hier schreibt, schon seit Jahresbeginn werden Themen und Timing unserer außenpolitischen Debatte komplett vom Kreml definiert. Naja, das ist doch das Problem der Bundesregierung und ihrer sogenannten Partner, dass sie sich das diktieren lassen. Müssen sie doch nicht. Sie können doch ihre eigenen Themen und ihr eigenes Timing setzen, ja? Das wird offensichtlich nicht verstanden. Nein, aber was will man vom RND auch erwarten? Ja, was will man in dieser Sache im Punkto Wahrheit von den Massenmedien überhaupt erwarten? Ich meine, das Schlimme ist, dass viele Menschen das allen Ernstes für die Wahrheit halten. Stefan, ja, wir haben sie aber öfters schon als Medien dabei gehabt, weil sie auch recht Vernünftiges geschrieben haben. Ich sehe hier jetzt eins, was sehr interessant ist, dass wir auch bei solchen Medien, die sich sonst schon etwas weiter vorwärts getraut haben, auf einmal wieder eine absolute Gleichschaltung bei einem Thema sehen. Also das muss dem Ernst der Lage geschuldet sein, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja, also ich meine, es ist ja so, dass die Linie jetzt nicht zwischen Massenmedien unterschiedlicher politischer Einordnung verlaufen. Die Zeiten sind vorbei seit 1990, ja. Also da wusste man ganz klar, sowas wie FAZ war damals konservativ, bestenfalls ein bisschen liberal und Spiegel war eben links und konnte man gleich in die Tonne treten, ja. Die Zeiten sind halt vorbei. Mittlerweile verlaufen die
Meinungslinien innerhalb der Redaktion. Und deshalb sehen wir ja das, was du gesagt hast, beim RND genauso wie beim Spiegel, na, beim Spiegel nicht, wie bei der Bild-Zeitung, dass es auf einmal erstaunliche Artikel auch gibt, die sehr nah an der Wahrheit dran sind. Ja, und dann hat die Welt, du weißt aber schon, dass der vom Juni vorigen Jahres ist. Hä? Echt? Dann springen wir bitte drüber hinweg. Gut. Ist mir gerade aufgefallen. Und wir kommen zu einer Meldung, die heute doch wirklich sehr erstaunlich war. Victoria Nuland, dritthöchste US-Diplomatin und Kritikerin des russischen Krieges in der Ukraine, geht in den Ruhestand. Ja, also sie war es, die mich zu dem heutigen Startbild für die Sendung inspiriert hat. Ja, die kleinen Vierbeiner, die das sinkende Schiff verlassen. Und wem der Name nicht geläufig ist, ja, der kann sich vielleicht noch an dieses Foto erinnern. Ja, das war die nette Tante, die auf dem Maidan Kekse verteilt hat und belegte Brötchen. Ja, also währenddessen auf der einen Seite Menschen zu Tode kamen, hat sie auf der anderen Seite Brötchen verteilt. So eine nette war das. Ja, es gibt Schwurbler, die der Meinung sind, sie hätte maßgeblich die Fäden mitgezogen für diesen Putsch gegen eine legitim gewählte Regierung, aber das ist wahrscheinlich alles nur gesponnen. Ja, aber das wird in den USA, in den alternativen Medien ganz offen gesagt, dass sie gewissermaßen der Kopf dieser ganzen Operation ist in der Ukraine. Und sie ist ja auch bekannt dafür, dass sie sich sehr charmant über die Vertreter geäußert hat. Ich gebe das jetzt nicht wieder, sonst kriegen wir hier einen Strike, ja. Also auf jeden Fall tritt sie jetzt ab. Ich gehe mal stark davon aus, dass sie so schnell nicht wieder in der Öffentlichkeit auftauchen wird. Wobei möglicherweise schon, ja, dann aber in einem anderen Format. Ja, also es wird eher ein strengeres Format sein, wo sie gefragt wird und dann antworten muss, ja. So kurz vor Ende hat es uns jetzt wieder erwischt. Gut, dann kommen wir zum letzten Beitrag und der ist, denke ich, doch mal ganz interessant, was da so zu sehen ist. Und zwar Trumps Fahrzeugkolonne, ja. Und interessant ist, so wie jetzt die ersten Fahrzeuge aussahen, so sah es ja bisher immer aus. Aber guckt mal, was jetzt kommt. Und das ist neu. Also ich habe es persönlich noch nicht gesehen, ja, dass man auf einmal nicht mehr mit schwarzen, sondern die Hauptkolonne mit weißen Fahrzeugen unterwegs ist. Es gab natürlich auch den passenden Spruch dazu, Dark to Light, ja, von der Dunkelheit ins Licht. Ich bin gespannt, ob sich das wiederholt oder ob das eine einmalige Aktion war. Lassen wir uns überraschen. Du meinst, das deutet auf weiße Hüte hin? Ja. Und dass wir vielleicht schon ein bisschen einen Schritt weiter sind. Ja, was man damit zeigen will. Ich bin dabei, hier beobachten wir das mal, wenn es die nächsten Aufnahmen gibt, ob dann auch wieder weiße Fahrzeuge dabei sind. Ja. Also es ist sicherlich kein Zufall, dass man sowas filmt, weil, ich meine, das ist eine Autokolonne, mal ganz banal betrachtet. Und wenn Dan Scavino das bei True Social oder bei X veröffentlicht, dann hat es schon ein Signal.
denn der war ja unter anderem der Vizestabschef für Kommunikation bei Trump. Und wenn sich jemand natürlich auf Kommunikation versteht, naja, dann macht es Sinn, sowas als ein Mittel der Kommunikation zu nehmen, ja? Mit Sicherheit. Ja. Gut, dann soll es das für den ersten Teil für heute gewesen sein. Wir versuchen, dass wir irgendwie noch den zweiten Teil halbwegs vernünftig dann auf den anderen Portalen zu Ende bekommen für heute. Ja, ich habe schon geschaut, also mit dem Funknetz sieht es hier leider auch nicht so besonders aus, um da drüber zu gehen. Also ich habe mir hier eine etwas ungünstige Ecke von der Unterkunft her gesucht, aber das funktioniert halt vorher nicht, den Vermieter zu fragen, wie ist so die Qualität ihres Internets. Ja, die wissen meistens nur, wir haben welches oder wir haben keins. Aber so ist es. Wir haben auch für heute noch ein Video für die Pause. Und für alle die, die nachher noch dabei sind, kurzes Zwischenvideo und dann geht's weiter. Und für alle die, die hier nur auf YouTube dabei waren, eine gute Nacht, bis morgen und dann hoffentlich mit einer besseren Verbindung. Ja, gute Nacht, bis morgen und für alle, die noch dranbleiben, bis gleich.